Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibären bei der Hölz, wieder eine neue Folge StarCraft 2 mit den Muttibären, mit mir in der Dia Liga 2. Unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall, Dia Liga 1 zu schaffen und erstmal die 4000 MMR. Dazu wollen wir auf jeden Fall viele Makro-Games spielen, also viel Cheese will ich gar nicht spielen, eigentlich groß. Also Hauptsache safe heißt das Motto. Wir spielen gegen Terraner. Letztes Spiel haben wir natürlich schön gegen Terraner gewonnen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass man als Proto. Ich meine, ich wollte die Karte eigentlich rausnehmen, fällt mir gerade ein. Ich mag die eigentlich nicht. Na egal. Dass man als Protoss halt immer schnell seine Army verliert. Und der Gegner halt schneller nachkommen kann als einer selber. Aber na egal. Schaut euch mal an. Es war ein schönes Spiel. Sehr stationär. Also der Terraner hatte nicht so eine. Also irgendwie nicht so eine Chance gehabt. Auch wenn ich Haufen Fehler gemacht habe. Er war auf jeden Fall hinten dran. So, wir spielen gegen Terraner. Dieses Spiel diesmal. Wir nehmen auf jeden Fall eine 20er Echse. Terraner hat. Geht ein bisschen weit außen. Ist sein. Sein, hier, wisst schon, Barracks ein bisschen weit außen gebaut. Ich glaube, ich meine. Sonne ein bisschen zu früh losgeschickt. Aber nicht weiter wild. Ich kann es nämlich jetzt genau bauen. Da ist der Scout vom Gegner. Weiß nicht, was er da hinten in der Ecke möchte, der Scout, aber ist mir auch egal. Wir bauen unten die Pylone zum Safen. Der klaut bestimmt Gold. Ey, wo ist er denn hin? So, okay, dann muss ich mal auf die Gushi. So, wir gucken mal, ob er eine Echse nimmt. Geh wieder rein. Auf jeden Fall den Stalker jetzt. Na, ich brauche einen Adept. Naja, auch gut. So. Für Notfall bauen wir diesmal die. Schildbatterie ein bisschen früher. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, bei dem, dass der. Hier. Auf jeden Fall. Eher auf uns zukommen möchte. Ja, Marines. Unser Denken gleicht sich. Nur die Gläubigen. Stalker unbedingt. Unbedingt Stalker. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir müssen gucken. Wo, dass er da Dings dran gebaut hat, ist ein bisschen komisch, aber egal. Wir sollten ihn auf jeden Fall früh genug sehen. Ist halt die Frage, ob er gleich mit einem Drop kommt oder. Reaper, der wird auf jeden Fall nicht zu uns kommen. Und ich habe natürlich die Pylonen verrafft. Da drüben ist auf jeden Fall was. Na, dann verliert er aber jetzt.
das bauen. Geht's? Blick Upgrade. Na, ein zweites noch bauen. Kommt auf den Marine Push, so wie das aussieht. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr. Das wird wohl ein Marine Push werden. Ihr benötigt mehr Vespingas. Scheint auch gleich zu kommen. Das Tropfen. Ich bin hier in den Schatten. Ich danach. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Nicht sehr erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Warum lässt er ihn jetzt sterben? Ich bin das Herz. Ihr seid auf mich kalt. Was? Wir werden. Hab ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Hat ihm auf jeden Fall fast nichts gebracht, also. Mineralienfeld erschöpft. Hat auf jeden Fall was gegen Kolosse schon in der Hand. Vikings. Hat eigentlich schon einen Blinker, hab ich erforscht, genau. Ein paar Bersen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Da kommt was. Ein Marine. Ich wir sind hier seit auf. Marine hin. Was ist zu bisschen ärgern? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin das Herz der Finsternis. Hat auf jeden Fall wieder meins. Ich bin die Stimme. Kalt ist die Leere. Ich bin unbedingt Storm, ganz wichtig. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Forschung abgeschlossen. Im Namen der Rache. Forscht. Mehr Gas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Scheint auch noch nicht zu kommen.
jetzt brauchen wir mal Gas hier, komm. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich bin die Stimme der Finsternis. Jetzt kommt er. Lasst unsere Feinde unsere Spuren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Shit, Storm ist noch nicht durch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Kassar die Talari. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar. Forschung abgeschlossen. Doch, Storch. Ach. Natürlich nicht gereicht. Zu wenig. Naja, GG. Ach, das war total dumm. Mineralienfeld erschöpft. Da hatte ich irgendwie keine Chance. Ich weiß nicht warum, was ich falsch gemacht habe wieder. Mineralienfeld erschöpft. Upgrade durchgeführt. Upgrades, langsam Upgrades. Ja, es lag an Upgrades. Naja, GG. Der war einfach besser. Der wurde auch noch nicht gerankt. Mit dir 3 nur, passt schon. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss, tschüss.